Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich habe lange nichts mehr von mir zeigen, blicken, hören lassen, weil ich einfach in den letzten 3, 4 Wochen ziemlich beschäftigt war mit Kundenaufträgen. Und jetzt gibt es mal einfach mal schnell aus der Hand ein kurzes, knackiges, schnelles Video mit meiner oder einer von meinen Katzen im Hintergrund. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich eigentlich hier mein kleines YouTube-Fotostudio eingerichtet habe und wie es eigentlich vorher ausgesehen hat und wie ich vorher gearbeitet habe. Und das Ganze habe ich nämlich mit der Insta360 One X2 gedreht bzw. fotografiert. Das heißt, ich zeige euch Fotos mit einer 360-Grad-Ansicht und dann könnt ihr schauen, wie ich mein Studio damals vor ein paar Monaten umgemodelt, umgebaut habe, modernisiert habe und was sich alles da so geändert hat. Viel Spaß beim Video! Da wären wir jetzt in unserem alten Arbeitszimmer. Links war mein Arbeitsplatz, rechts der von meiner Frau. Sie brauchte mehrere Monitore, weil sie mit krassen Excel-Listen, Finanzen und Zahlen rumexperimentiert hat, um das mal so salopp zu sagen. Hinter uns ein Teil von meiner Ausrüstung. In der Ecke ein Bang Olufsen Röhren-TV, an dem ich mich hin und wieder mit alten PlayStation 1 und Nintendo-Konsolen aufgehalten habe, wenn ich mal eine Ruhepause brauchte oder mich abzulenken. Das ist mein altes Studio, welches ursprünglich ein Fotostudio gewesen ist, aber ich im Verlauf der Corona-Pandemie 2020, Mitte 2020, ich zu einem YouTube-Studio umgebaut habe, in Anführungszeichen. Hier seht ihr auch im Schrank oder der Rest meiner Ausrüstung. Und dann geht es auch direkt gleich weiter in die Umbauphase. So sah es dann erstmal schön ordentlich aus. Das meiste Zeug war weggepackt und ich muss euch ehrlich sagen, hätte ich gewusst, wie viel Arbeit da auf mich zukommt, alleine die Paletten mit der Hintergrundbeleuchtung abzuklemmen und umzugestalten, umzumodeln. Also hätte ich gewusst, was auf mich zugekommen ist oder was da alles auf mich zukam, dann hätte ich wahrscheinlich das Ganze nicht gemacht und es so belassen, wie es war. Aber auf der anderen Seite gab es halt Konfliktsituationen in unserem gemeinsamen Arbeitszimmer, weil meine Frau sich konzentrieren musste. Und ich habe halt selbst mit Kopfhörern, wenn ich geschnitten habe, hat sie das gestört, weil sie wirklich ja mit krassen Zahlen hantiert hat. Und dementsprechend haben wir das so gemacht, wie es halt jetzt ist. So sah es dann in der Umbauphase aus. Auch die Schräge, auch ein Nervenkitzel gewesen, auch mit der Basotect Schallisolierungsplatten. Es war auch ein Krampf und Kampf, aber zum Glück habe ich sie nicht richtig festgeklebt, sondern nur an 5 verschiedenen Punkten, Mitte und an den jeweiligen Ecken. Sonst wäre es wirklich schlimm geworden. Und das ist dann das Arbeitszimmer oder das aktuelle Arbeitszimmer und YouTube-Zimmer und Shooting-Zimmer, was ich aktuell habe und was ich auch aktuell fleißig nutze. Fotostudio mittlerweile weniger, aber ab und zu kommt noch ein Auftrag rein. Und das ist die aktuelle Version meines Foto-YouTube-Video-Arbeitszimmers, in dem ich kreativ arbeite und an neuen Projekten und Konzepten sitze und mir da was Tolles, Kreatives überlege. Ich fühle mich relativ wohl, könnte natürlich alles größer sein, aber summa summarum muss ich sagen, dass ich doch relativ zufrieden bin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über 1, 2, 3 Likes freuen. Wenn ihr Fragen habt zu meinen Umbaumaßnahmen, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.